Vielen Dank, Herr Präsident. Verzeihen Sie meine Nachlässigkeit. Verehrte Kollegen, wir haben uns das letzte Mal über den Haushalt des Auswärtigen Amtes unterhalten und die Alternative für Deutschland hat moniert, dass dort ein Betrag von über 1,5 Milliarden für Hilfsmaßnahmen vorgesehen sind, NGOs, Vereinte Nationen etc., obwohl es andere Töpfe dafür gibt. Auch auf Nachfrage konnte uns das Auswärtige Amt nicht sagen, welche einzelnen Organisationen denn weltweit von diesen Mitteln unterstützt werden, sondern wir wissen nur, dass sie in die Töpfe der Vereinten Nationen geflossen ist. Und ich ahne, dass es dort einige Geldflüsse geben wird, die auch an Organisationen gehen wird, die vielleicht nicht so sehr im Sinne der Hilfsbedürftigkeit unterwegs sind, sondern im Sinne, politisch Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, dass das eine grundsätzliche Frage und auch Debatte in diesem Lande sein muss, inwiefern eine Regierung NGOs unterstützen kann, die nicht aus humanitären Gründen unterwegs sind vorgeblich, sondern die politisch Einfluss nehmen wollen. Wir machen uns damit nämlich, meine Damen und Herren, zutiefst unglaubwürdig. Und Sie haben die Anwürfe der vergangenen Jahre in Erinnerung. Ich erinnere an die US-Staatssekretärin Noland, die mit 5 Milliarden US-Dollar, wie sie zugeben musste, die ukrainischen Oppositionskräfte unterstützt haben über NGOs. Und dann ist das Vertrauen in die amerikanische Regierung natürlich sehr groß gewesen. Die Kollegen von der Union kennen das, der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ägypten nur als Stichwort, wo selbst mit Haftstrafen gedroht wurde, etc. Und auch die Konrad-Adenauer-Stiftung war in der Ukraine nicht ganz untätig, wie Sie der Presse der vergangenen Jahre entnehmen können. Wenn wir das also machen, meine Damen und Herren, dann können wir in der Tat mit vielen Regierungen nicht glaubwürdig verhandeln, weil ihnen, egal ob die uns angenehm sind oder nicht, ich unterstreiche das nochmal, auch ein Herr Assad, mit dem wir sagen, muss man reden, sagen wird, wie soll ich zu Ihnen Vertrauen entwickeln, wenn Sie gleichzeitig Organisationen unterstützen, die meinen Sturz betreiben. Es kommt aber noch etwas viel Schlimmeres hinzu, nämlich dass selbst die Organisationen, die in der Tat aus rein humanitären Gründen unterwegs sind, dann in Misskredit geraten. Und ich habe das in meiner Korrespondentenzeit für die ARD oft genug erlebt. Und dann sind diejenigen, die guten Willens unterwegs waren, wie zum Beispiel die Ärzte ohne Grenzen, die ich für eine der besten Organisationen nach wie vor weltweit halte, aber auch die Auflagen, die sich das Internationale Rote Kreuz selbst gibt, nämlich keinen der Parteien in irgendeiner Weise politische Unterstützung zukommen zu lassen. Das Internationale Rote Kreuz ist seit 1856 Henri Dunant ganz gut mit dieser Maxime gesegelt. Und wir sollten sehr vorsichtig sein, von diesem Weg abzuweichen, weil wir uns dann Verhandlungsmöglichkeiten und Gesprächsmöglichkeiten abschneiden. Und dann müssen wir zugeben, dass wir jedem Staatsoberhaupt, egal wie er gestrickt ist, demokratisch oder nicht demokratisch, es nachsehen müssen, wenn er sagt, wie soll ich mit Ihnen vertrauensvoll kommunizieren, wenn Sie gleichzeitig mit viel Geld Organisationen unterstützen, die den Sturz dieser Regierung betreiben. Ich halte das für einen gefährlichen Weg. Und er schafft kein Vertrauen, sondern er schafft Misstrauen. Und er wird mit Sicherheit nicht die deutsche auswärtige Politik mit Nachhalt im Ausland zu einem vertrauenswürdigen Gesprächspartner machen. Sie haben ja da viel Erfahrung in dieser Abteilung. Das andere ist, ich wundere mich, dass Herr Maas jetzt nicht unterwegs ist nach Österreich, Italien, Ungarn und anderswo, um das umzusetzen, was Frau Merkel und der Seehofer nun beschlossen haben. Nein, 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 da ist auch Herr Maas gefordert, denn wir reden doch immer von Multilateralität. Und dann werden Sie erleben, dass wir nur eins haben werden. Wir werden nämlich bilaterale Verträge mit Österreich, mit Italien, mit unseren anderen machen müssen, weil wir ansonsten die Situation, in die Sie sich hineinverhandelt haben, nicht wir, gar nicht auflösen können. Und dann ist es genau das Gegenteil von dem, was Sie hier und viele von Ihnen im Parlament immer anmahnen. Wir müssen ganz Europa mitnehmen. Sie werden genau das Gegenteil erleben, dass die europäischen Staaten sich aufgrund der Situation mit den afrikanischen Staaten bilateral verständigen werden und auch untereinander mit den europäischen Ländern. Und bei den afrikanischen Staaten kann ich Ihnen nur den französischen Staatspräsidenten Macron vorhalten. Der war schon unterwegs und der ist schon dabei, genau dieses Thema zu diskutieren. Und da geht es ihm wahrscheinlich erstmal um Frankreich. Ich glaube nicht, dass er ein europäisches Gesprächsmandat hat. Ich habe nichts davon gelesen oder gehört. Und dann wären wir vielleicht gut beraten, unseren Außenminister ebenfalls nach Marokko, Algerien, Tunesien, vielleicht auch nach Ägypten zu schicken, obwohl die Ägypter Ihnen ja gerade eine Absage erteilt haben, Herr Maas. Aber um die Möglichkeit zu schaffen, dort vor Ort, was wir immer vertreten haben, Schutzzentren zu schaffen
Und hören Sie auf mit den Streitereien in der bayerischen Grenze und Ihren Expresszentren, wie es die Sozis jetzt nennen. Das bringt nichts, das wird nur Ärger geben. Außerdem geht nur ein Bruchteil der Flüchtlinge dort rein und der Rest kommt über andere Grenzen, das wissen wir. Also müsste es jetzt eine Gesprächsinitiative geben mit den afrikanischen Ländern, müsste es eine Gesprächsinitiative geben mit unseren NATO-Partnern, mit unseren europäischen Partnern, um einmal im Mittelmeer das zu machen, was wir schon lange hätten machen müssen, nämlich die deutschen und die europäischen Streitkräfte dorthin schicken und die Flüchtlinge gleich, wenn sie vom Ufer abgestoßen sind, zurückschicken ans Land und dann verhandeln, wie man sie in Zentren unterbringen kann, um sie zurückzuführen in ihre Heimat. Das ist das Entscheidende, was jetzt außenpolitisch gemacht werden muss, um innenpolitisch überhaupt erstmal wieder Stabilität zu erreichen. Denn nur wenn Sie im Außen wirken können, können Sie innenpolitisch was gestalten. Und da haben Sie ja gerade die allergrößten Schwierigkeiten mit. Und dann finde ich es hochinteressant, dass an eines immer wieder nicht gedacht wird, ich weiß, ich bin am Ende, Herr Präsident, dass nämlich das, was wir jetzt haben, die Verhandlungen, die wir führen müssen, um überhaupt das Flüchtlingsproblem zu lösen, aufgrund einer nationalen Entscheidung entstanden ist. Es war die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die mit einem deutschen Alleingang, nicht europäisch abgestimmt, diese Situation herbeigeführt hat. Dafür muss sie sich verantworten und dafür muss sie und ihre Regierung gerade stehen. Und damit ist sie fulminant gescheitert, meine Damen und Herren. Dankeschön. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.